Hallo und willkommen zu Microsoft Project. Hier geht es um die unterschiedlichen Vorgangsarten, feste Einheit, feste Dauer und feste Arbeit bei Leistungssteuerung und Nichtleistungssteuerung. Zunächst jedoch werde ich einmal kurz beobachten, was passiert, wenn ich einen neuen Vorgang bei mir eintrage. Dieser Vorgang hier zum Beispiel wird direkt als manuell geplant angesetzt und wenn ich mal draufklicke, einen Doppelklick auf den Vorgang ausführe, kann ich erkennen, hier steht die manuelle Planung im Register allgemein und wenn ich hier auf Erweitert klicke, sehe ich, dass die Vorgangsart, Leistungssteuerung und andere Schaltflächen deaktiviert sind. Also das, was ich jetzt hier zeige, funktioniert in der automatischen Planung. Und wo wird überhaupt festgelegt, jetzt erstmal, welche Vorgangsart standardmäßig gewählt wird? Ich kann es hier unten einstellen, statt neue Vorgänge manuell auf automatisch. Ich kann aber auch bei Datei, Optionen, Terminplan, hier bei Planungsoptionen für dieses Projekt oder generell für alle neuen Projekte einstellen, dass ich gerne mit automatischer Planung und ja, einer bestimmten Vorgangsart starten möchte, ob diese nun leistungsgesteuert wie in älteren Project-Versionen oder nicht leistungsgesteuert wie seit Project 2010 eingestellt sind. So, ich lasse das mal so eingestellt. So ist die Standardeinstellung, ne? Automatisch geplant ist gewählt. Ich bestätige mit OK. So, den lösche ich nochmal den Vorgang und jetzt nochmal. So, diese Datei ist ja noch nicht betroffen. Ich stelle mal hier unten auf manuell, na, auf automatisch geplant um. Und mein Vorgang heißt nun Vorgang. Und automatisch erhält dieser eine geschätzte Dauer von einem Tag. Ne, ich mache mal 2 Tage raus. So, also ich kann im Balkenplan erkennen, dass dieser Vorgang über 2 Tage laufen soll. Nur ist damit auch schon Arbeit verbunden. Ich hole mal zugleich die Spalte Arbeit mit hinzu. Arbeit hier, Work. Na, ich sage, etwas dauert 2 Tage, aber es ist damit keine Arbeitsleistung verbunden. Jetzt werde ich einmal Ressourcen zuweisen und ich schaue mir erstmal auch an, was hier eingestellt ist. Klick, klick. Es ist eingestellt, feste Einheiten, nicht leistungsgesteuert. So, und das erste, was ich jetzt mache, ist mal eine Ressource zuweisen. Das heißt, ich überlege mir, ja, ich lege mal hier direkt eine Ressource im Vorgang an. Ich klicke mal hier drauf, klicke auf Ressourcen, Register Ressourcen und sage, das macht meine Ressource 1. Und ja, da wird automatisch 100% Einheiten, also die arbeitet voll, eine Kraft arbeitet voll drauf. Klicke auf OK. Und durch das Zuweisen einer Ressource ist nun dieser Ressource, ja, weil die arbeitet 2 Tage, zugewiesen worden, diese Person arbeitet 16 Stunden. Als Bild. Ich hatte vorher eine Dauer von 2 Tagen und in diesen 2 Tagen hatte ich 0 Stunden Arbeit. Nun habe ich eine Ressource zugewiesen. Und diese Ressource ist nun mit jeweils 8 Stunden pro Tag auf diesen Vorgang zugewiesen worden. Das gleiche mache ich nun für einen zweiten Vorgang. Auch diesen Vorgang setze ich auf 2 Tage. Und beim Zuweisen von Ressourcen weise ich direkt 2 Ressourcen zu. Einmal Ressource 1, einmal Ressource 2. Zwei unterschiedliche Personen, je 100%, also volle Arbeitsleistung. Ich klicke auf OK und ich erhalte hier, die Dauer bleibt 2 Tage. Ich erhalte eine Arbeit von 32 Stunden, die natürlich von 2 Personen gleichzeitig an diesen beiden Tagen umgesetzt werden kann. Zur Verdeutlichung des Vorgangs schalte ich mal hier auf Fenster Vorgangsdetails anzeigen, hier Aufgabe Vorgangsdetails anzeigen. Na, da kann man immer erkennen, dass jede Ressource, jede von den beiden Ressourcen zu dem ausgewählten Vorgang hier entsprechend lange arbeitet. Das heißt nun,
Ich habe eine Dauer von 2 Tagen und bei der ersten Zuweisung von Ressourcen, ich habe 2 Ressourcen gehabt, wird nun eine Arbeit von 32 Stunden direkt angesetzt. Entscheidend ist die erste Zuweisung. So, was passiert nun? Ich klicke hier mal auf Vorgang 1. Was passiert nun? Vorgang 2 lösche ich mal, den brauche ich nicht mehr. Was passiert nun, wenn ich hier feste Einheiten eingestellt habe, feste Einheiten und es ist nicht eingestellt, leistungsgesteuert? Ich lasse nun eine zweite Ressource arbeiten und bestätige das hier einfach mit OK und wir achten bitte auf die Tageszahl und die Arbeitsleistung. Ich klicke auf OK und ich erhalte automatisch 32 Stunden, weil jede Person voll arbeitet, die Einheiten, mit der die Person arbeiten, bleibt gleich. Das heißt, jeder arbeitet voll, nicht schneller, es wird doppelt so viel gearbeitet. Das heißt, wenn ich eine Ressource habe und es ist Leistungssteuerung nicht aktiv und ich weise eine zweite Person zu, wird die doppelte Anzahl an Stunden auf diese 2 Tage gesetzt, weil jeder arbeitet voll. So, nun mache ich diesen Schritt mal zurück. Ich nehme die Person hier wieder raus. Klicke auf OK. So, und jetzt lasse ich diese Ressource, diesen Vorgang hier mal auf Leistungssteuerung laufen. Klicke auf Leistungsgesteuert. Klicke mal kurz auf OK. Das heißt, jede Person schafft eine gewisse Anzahl an Arbeit. Momentan dauert 2 Tage, eine Person arbeitet. Ich packe die zweite drauf, klicke auf OK und die Dauer reduziert sich. Das heißt, jeder arbeitet voll und braucht, um die vorher eingegebene Arbeit von 16 Stunden zu schaffen, nur noch 8 Stunden. Das heißt, ich habe hier permanent Bewegung im Balken, wenn ich meine Ressource zuweise oder habe halt mehr Arbeit zu erledigen, wenn ich mehr Leute reinpacke. Ja, die Vorgangsdauer hat sich somit verkürzt. Die Einheiten sind auf 100% geblieben. Schauen wir uns das nochmal an. Ich hatte eingangs 2 Tage Dauer, 16 Stunden zu erledigen, habe die zweite Ressource zugepackt, die Dauer wird reduziert dabei und die Anzahl der zu leistenden Arbeit wird dabei nicht automatisch erhöht. Fazit hier ist, dass wenn ich eine Ressource auf einen Vorgang zuweise, jede zu 100% Einsatz an diesem Vorgang beteiligt ist. Bei Leistungssteuerung wird dabei die Dauer variiert, das heißt, durch neue Personen wird die Dauer verkürzt, nehme ich Personen raus, wird die Vordauer verlängert. Bei Nicht-Leistungssteuerung wird einfach dann mehr Arbeit draufgesteckt. Also vorher 16 Stunden zu tun vielleicht, noch eine Person, dann 32 Stunden. So, ein neuer Fall. Das ist jetzt mein Vorgang mit Dauer. Auch den setze ich auf 2 Tage an und noch gibt es 0 Stunden Arbeit. So, jetzt klicke ich mal hier auf die Ressource R1 und stelle es gleich mal um auf feste Dauer. Klick auf OK. Moment, nicht leistungsgesteuert. Ich klicke auf OK. Und auch hier habe ich eingestellt, okay, eine Person arbeitet 2 Tage lang. Das macht 16 Stunden. Und ich habe aber feste Dauer genommen. Und jetzt weise ich eine zweite Person zu. Es ist nicht leistungsgesteuert. Ich klicke auf OK. Und auch hier wird, wie bei feste Einheiten, nicht leistungsgesteuert, wird hier die Anzahl der Stunden erhöht. Es bleibt bei 32 Stunden und da jede Person voll arbeitet, ja, wird mehr geleistet. Also zumindest wird mehr gearbeitet. So, das mache ich nochmal zurück. Jetzt setze ich den Haken mal bei Leistungssteuerung. Das heißt, es ist klar, es sind 16 Stunden Arbeit zu erledigen, aber diese wird jetzt von 2 Personen gemacht und bei feste Einheiten Leistungssteuerung hat er mir die Dauer verkürzt. Jetzt steht es aber auf feste Dauer und ich klicke auf OK. Und jetzt wird einfach pro Person die Stundenarbeitsleistung auf entsprechend 8 Stunden verkürzt. Die Dauer bleibt aber auf 2 Tage eingestellt. Wenn ich mal hier die Ansicht wechsle, rechte Maustaste, Vorgang Einsatz zum Beispiel, kann ich erkennen,
dass das System hier eingestellt hat, dass 8 Stunden pro Tag gearbeitet wird, aber diese 8 Stunden werden von jeder Person zu jeweils 4 Stunden pro Tag erledigt und das auch am Folgetag. Und jetzt korrespondieren diese beiden Einstellungen nicht mehr, weil hier arbeitet jetzt die Person ja eigentlich zu 50%. Hier gibt es einen Berechnungsfehler, eine Schwäche. Also ich habe mich hier an der Arbeit zu orientieren. Na, die Person hätte ja noch 4 Stunden eigentlich Zeit pro Tag. Das heißt, bei fester Dauer, sage ich 2 Tage dauert das Ganze, habe 16 Stunden Arbeit durch die erste Person. Wenn ich nicht leistungsgesteuert eingestellt habe, wird durch die zweite Person die Anzahl der Arbeitsstunden erhöht. Habe ich Leistungssteuerung eingestellt, bleibt die Dauer von 2 Tagen bestehen, aber die Arbeit wird auf 2 Personen aufgeteilt. Und in diesem Fall sieht das vielleicht sogar so aus, dass die Personen sich mit 4 Stunden pro Tag hier einen Vorgang pro Tag teilen und die Arbeit von 16 Stunden erhalten bleibt. Fazit: Die Dauer bleibt identisch. Bei Nichtleistungssteuerung bleiben die Einheiten, also 100% wird pro Person gearbeitet, bestehen. Bei Leistungssteuerung wird an der Arbeit runtergedreht, weil es gibt halt nicht mehr zu tun. Es wird halt nur über eine längere Dauer gestreckt. So, ich schalte wieder um, rechte Maustaste, Balkendiagramm Gantt und nehme noch einen letzten Vorgang. Diesen Vorgang nenne ich Arbeit. Auch der dauert 2 Tage. Und ich stelle den gleich um hier unten. Vorgangsart feste Arbeit, das ist schon gleich klar, es gibt eine bestimmte Anzahl von Stunden zu erledigen, momentan aber noch nichts. Erst durch die erste Ressource, R1, weise ich mal zu, wird auch hier wieder gesagt, es gibt 16 Stunden zu tun. Und wenn ich jetzt hier eine zweite Person draufsetze und das mit OK bestätige, wird halt einfach an der Dauer wieder gedreht, also das entspricht feste Einheiten, Leistungssteuerung von der Darstellung, ne? Aber es ist halt klar, die Arbeitsleistung ist das, was hier bestehen bleibt, ne? Weise ich noch eine dritte Person zu, die vielleicht sogar mit 2 Personen, ja, hier eine Ressource mit 2 Personen, klick auf OK. Ups, ich habe es jetzt doppelt, R3 wollte ich da eigentlich schreiben. Ja, dann wird entsprechend sogar vielleicht nur auf einen halben Tag gekürzt, weil wir jetzt, ne, 16 Stunden zu erledigen haben, haben aber 4 Personen zum Einsatz. Das heißt, bei fester Arbeit, wenn ich hier 16 Stunden über 2 Tage zu erledigen habe, wird durch die Zuweisung weiterer Ressourcen die Arbeitsleistung konstant gehalten und entsprechend die Dauer variiert. Die Arbeit ist also permanent konstant, die Einheiten, die 100% Zuweisung pro Person, pro Vorgang bleiben bestehen, die Dauer wird verändert. Für die Zuweisung generell im Projekt würde ich empfehlen, bei Datei, Optionen, Terminplan auf feste Dauer einzustellen, feste Dauer, nicht Leistungssteuerung vielleicht, das hier festzuschreiben für alle künftigen Projekte, weil man orientiert sich vielleicht doch eher an der Dauer eines Vorgangs, weist vielleicht versehentlich eine Ressource zu und möchte nicht vielleicht, dass sich die Vorgangsdauern hier permanent verändern und so die aktuelle Tagesplanung ruinieren. Ja, Zuweisung weiterer Personen heißt ja nicht unbedingt, dass es schneller geht, sondern dass irgendwelche bestehenden Probleme behoben werden und man trotzdem dann im Zeitplan bleibt.